Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Oh mein Gott, mir ist immer noch keine kreativere Begrüßung eingefallen. Aber wenn ich euch nicht Hallo sage, dann fühle ich mich irgendwie unhöflich. Oder kann ich einfach direkt ins Video starten? Lasst es mich gerne mal wissen. Würde mich sehr interessieren. Übrigens heute auch das erste Video, wo ich so einen kuscheligen Pullover anhabe, weil es ist arschkalt. Ihr müsst wissen, ich bin so eine Frostbeule, deswegen freue ich mich auch extrem über das Thema im heutigen Video, denn heute reden wir über Übergangsherbstjacken. Ich habe 5 verschiedene Modelle für euch rausgesucht, um euch einfach mal auch so einen Komplettüberblick zu geben von Sachen, die vielleicht etwas zeitloser sind, euch ein paar Ideen zu geben, wie man das Ganze kombinieren kann und natürlich auch so ein paar Trend, jetzt hat mir das Wort gefehlt. Also Trendinfos. Was ist dieses Jahr so trendy im Herbst, Autumn, zu der kuscheligeren Übergangszeit, auf die ich weiß ich noch nicht, ob ich mich freue oder nicht. Also ich finde so ein paar Sachen echt cool am Herbst und Winter, aber größtenteils bin ich halt einfach ein Sommerkind. Aber lasst mich mal gerne in den Kommentaren wissen, seid ihr eher Winterleute oder so Herbst? Oder was ist eigentlich eure Favorite Jahreszeit? Das ist die perfekte Frage. Was ist eure Favorite Jahreszeit? Vor allen Dingen auch, wenn ihr es jetzt in Sachen Fashion betrachtet. Lasst es mich gerne unten in den Kommentaren wissen und ich bin gespannt, welche Jahreszeit denn am meisten vertreten ist. Nun aber zurück zum Thema Herbst und zwar den verschiedenen Herbstjacken. Ich habe alle eure Ideen gelesen, was ihr denn so gerne für Videos haben wollt. Und das war eine der Videoideen, die schon etwas früher vor allen Dingen auf Instagram entstanden ist, wo viele von euch gefragt haben, Sophia, ich habe irgendwie immer wieder Probleme mit Jacken und so. Was für Jacken kann ich denn kaufen, damit ich nicht immer die gleiche zu Hause habe? Und deswegen beginnen wir doch heute einfach mal mit etwas ganz, ganz Klassischem, was auch etwas zeitloser ist. Und zwar fangen wir doch einfach mal mit dem Mantel an, in einer wirklich sehr, sehr klassischen Länge, die knapp übers Knie geht. Diesen Mantel, den ich hier ausgewählt habe, ist von Only. Den gab es auch in mehreren verschiedenen Farben und ich habe mich jetzt für eine beige Variante entschieden. Ihr müsst natürlich von vornherein bei Jacken betrachten, seid ihr eher so der warme Typ, der eher so in braun-beige-Töne geht oder seid ihr vielleicht eher so der kühlere Typ, der vielleicht eher so schwarze, dunkelblau und graue Jacken bevorzugt. Vielleicht seid ihr aber auch gar nichts von beiden und sagt, nee, ich brauche auch bei Jacken Farbe. Ich will einfach knallige Farben haben. Das müsst ihr natürlich im Vornherein entscheiden, aber grundsätzlich geht es erstmal um den Stil der Jacke. So ein Mantel ist absolut zeitlos und in diesem Fall habe ich auch extra einen ausgesucht, der eben keinen Reißverschluss und keine Knöpfe hat. Einfach aus dem Grund, um euch jetzt den Top-Tipp zu geben, falls ihr persönlich immer Angst habt, mit einem Mantel zu klein zu wirken. Es gilt, falls ihr verhindern wollt, mit einem Mantel zu klein zu wirken und optisch einfach etwas langgezogener wirken wollt, tragt den Mantel offen. Ich weiß, eigentlich soll eine Jacke ja gegen Kälte schützen, aber es gibt viele andere Tipps und Tricks, wie man sich wärmen kann und seine Jacke trotz dessen offen tragen kann, ohne dass man erfriert. Ich persönlich bin Team Jacke offen. Würde mich auch mal interessieren, weil ich kenne sehr viele Leute, die nie Jacken zutragen. Ich gehöre auch zu der Gruppe dazu. Aber zu dem Thema, wie man sich trotzdem warm halten kann, wird es nochmal ein komplett anderes Video geben, weil ich glaube, das interessiert ganz, ganz viele. Trotz dessen ist es natürlich wichtig, dass gerade im Übergang und im Winter, ich finde immer, Wärme kommt vor stylisch sein. Das ist so meine Devise, weil krank sein und frieren, darauf habe ich persönlich überhaupt keinen Bock. Ihr könnt mit diesem Mantel natürlich auch eher in die elegantere Richtung gehen, Röcke, Kleider tragen oder ihr tragt ihn vielleicht einfach so wie ich beispielsweise auch, mit einer lockeren Mom-Jeans und habt einfach so diesen perfekten Stilbruch von einem ein bisschen eleganteren Mantel und trotzdem eine lässige Jeans. Und dadurch trefft ihr euch so ein bisschen auf der Mitte und habt da einfach ein stylisches Alltagsoutfit, mit dem ihr absolut nichts falsch machen könnt. Ihr müsst natürlich für euch entscheiden, wie lang soll der Mantel bei euch sein. Wenn ihr den aber halt eben offen tragt, dann müsst ihr auf jeden Fall niemals befürchten, dass ihr irgendwie zu klein wirkt. Zum zweiten Style, den man sich diese Saison absolut nicht wegdenken kann. Und zwar ist mir aufgefallen, dass es extrem viele Bikerjacken gibt. Also Bikerjacken in wirklich allen möglichen verschiedenen Variationen. Die Jacke, die ihr also eben gerade gesehen habt, ist ein Bikerjackenschnitt. Und ich bin mir sicher, dass es jedem von euch total bekannt ist. Ich persönlich habe jetzt eine graue. Die habe ich schon seit letztem Jahr. Sie ist in so einem Imitat-Samt-Wildleder-Optik. Also ich glaube eher Wildlederoptik, es ist weniger Samt. Es gibt aber auch sehr viele Samtvarianten, es gibt Kunstfellvarianten, es gibt sehr, sehr viele Lederimitatvarianten. Es gibt wirklich unglaublich viel in Bikerjackenoptik. Und wenn ihr jetzt weniger der Typ seid, der einfach in eine elegante Richtung gehen will, wie mit dem Mantel davor, sondern eher so ein bisschen rebellisch und rockig, der sollte sich für eine Bikerjacke entscheiden. Auch eine Bikerjacke ist eine etwas zeitlosere Variante, die man öfters tragen kann, je nachdem natürlich für wie viele Schnallen ihr euch entscheidet. Wenn ihr aber für die ganz klassische Variante geht, mit diesem typischen Bikerjackenausschnitt und dann noch den
paar Schnallen, die da dran sind, dann könnt ihr wirklich absolut nichts falsch machen. Was dieses Jahr allerdings super trendy ist, wo ihr euch aber eventuell nächstes Jahr etwas mehr satt gesehen habt, sind satte Farben bei Bikerjacken. Das ist mir ganz viel aufgefallen. Ihr könnt diese Farben natürlich in sattem Senfgelb, in sattem Kirschrot tragen und damit seid ihr total im Trend. Aber wirklich total. Das Wichtige bei Trends ist grundsätzlich immer, dass ihr euch einfach das aussucht, was euch gefällt und das Ganze so ein bisschen umwandelt und das sozusagen übersetzt für euren Kleiderschrank und für euren Stil. Das Ganze bedarf ein bisschen an Übung und mein Tipp ist, wie gesagt, immer einfach in den Laden reingehen, die Klamotten testen bzw. auch so mitnehmen, die man sowieso schon im Kleiderschrank hat und dann die Jacken, die man sich am Überlegen ist, am Kaufen, eventuell auch einfach mal knalligere Farben und die dann passend zu den Outfits einfach drüber ziehen und kombinieren, damit man einfach ein Gefühl bekommt, ob diese Jacke zum eigenen Kleiderschrank gut passt. An der Tür geklingelt, aber ich glaube, ich bin bei der nächsten Jacke gewesen. Also folgendes. Das ist die dritte Variante, die ich an Jacke ausgesucht habe. Grammatik, oh Gott, so ein bisschen durch den Wind. Aber hey, wenn man seinen Freunden was erzählt, ist man absolut auch ein bisschen durch den Wind. Das ist auf jeden Fall diese senfgelbe Fell-Imitatjacke, die ihr auch schon ganz, ganz oft gesehen habt. Und zwar bei meinem Instagram-Post, bei meinen letzten Videos. Und das ist auch genau diese gelbe Farbe, von der ich gesprochen habe, die ihr dieses Jahr total tragen könnt. Und sorry, Haare rechts, Haare links, irgendwie so eine blöde Angewohnheit von mir, mir ständig durch die Haare zu fahren. Auf jeden Fall, zurück zu der Jacke. Wenn ihr dieses Jahr so wirklich eher was Trendiges haben wollt, dann könnt ihr so einer Jacke greifen. Es könnte aber sein, wir müssen immer ganz, ganz realistisch sein, gerade wenn wir uns Klamotten kaufen und wenn ihr jetzt nicht einfach Klamotten kauft, sondern euch genau überlegt, warum ihr etwas kauft, das könnte eine Jacke sein, die euch nächstes Jahr nicht unbedingt noch gefällt. Vor allen Dingen müsst ihr euch da auch sicher sein, denn ich weiß, ganz, ganz viele von euch, die fühlen sich nicht zu 100% sicher in ihrem Stil oder so, oder sind einfach so im Suchen von ihrem Stil. Ich habe auch ganz, ganz lange gesucht und ich bin immer noch auf der Suche. Und nach einer Zeit findet man heraus, wo man sich wohlfühlt. Und gerade so eine Jacke, die ist ja sehr rund geschnitten, mehr im Bomber-Stil, die ist dann so, dass ihr ein bisschen aufsetzen könnt, also so, dass ihr euch vielleicht unwohl fühlt, weil es halt einfach nicht eure Körperform betont und euch vielleicht etwas breiter wirken lässt, als ihr seid. Das ist grundsätzlich absolut nicht schlimm. Und ihr müsst natürlich in diesem Fall entscheiden, ist euch das scheißegal, fühlt ihr euch darin wohl? Und wenn ihr euch wohlfühlt, das ist die Hauptsache. Falls ihr euch aber noch unsicher seid und das gerne testen würdet, mein Tipp an euch, tragt einfach etwas Schmales. Also ich entscheide mich dann einfach in meinem Unterkörper eher dazu, dass ich dann so eine Skinny Jeans oder so trage. Da bin ich auf der safen Seite und dann ist es halt so, dass ich mich einfach im Outfit wohlfühle und mich nicht komisch fühle. Wenn ich jetzt unten zusätzlich vielleicht noch eine Mom Jeans oder so tragen würde, dann würde ich mich vielleicht so ein bisschen, ey, yo, Thrift Shop, Macklemore mäßig fühlen. Das war jetzt nicht super lustig, sollte eigentlich auch gar nicht lustig sein. In meinem Kopf war es lustig, ja. Aber auf jeden Fall, wisst ihr, was ich meine? Dann fühlt man sich vielleicht so ein bisschen mehr wie ein Sack und so ein bisschen nach einer Zeit vielleicht unwohl, wo man sich zu Hause dachte, hey, geiles Outfit. Das ist einfach so Step, Schritt für Schritt, wo man dann nach und nach sich einfach annähert. Hauptsache, ihr habt die Ausstrahlung, geiles Outfit, dann ist es auch völlig egal, wenn die Jacke vielleicht so ein bisschen mehr draufpackt. Nun zu einer absoluten Standardjacke, also vom Stil einfach, und zwar eine Jeansjacke. In diesem Fall eine schwarze Jeansjacke, denn schwarzen und dunkelgraue Jeansjacken sind diesen Herbst der Hammer, passt zu allem. Das ist wahrscheinlich vor allen Dingen für die Leute unter euch, die sich vielleicht nicht so girly anziehen, sondern auch einfach eher gedecktere Farben wollen und eben halt die schwarze Jacke bevorzugen. Wie wär's mal mit einer Jeansjacke? Das Ding ist allerdings, dass bei Jeansjacken ihr einfach darauf achten solltet, dass ihr das Ganze kältetauglich macht. Denn Jeansstoff ist ja meistens relativ kühl. Also ich persönlich finde es sehr, sehr kalt, auch gerade im Winter. Ich weiß nicht, ob ihr es könnt, Jeans zu tragen ohne Strumpfhosen. Ich habe immer Strumpfhosen drunter, gerade im Winter, sonst sterbe ich. Wie gesagt, ich bin eine Frostbeule. Tipps, Tricks dafür, wie gesagt, in einem anderen Video. Und dementsprechend ist es genauso auch bei Jeansjacken. Ich liebe ja Jeansjacken. Ich habe schon zwei andere Jeansjacken. Eine kurze, engere und eine weitere Oversized Boyfriend-Jacke. Und die müssen natürlich auch kältetauglich gemacht werden. Genau das gleiche gilt natürlich hier auch für die schwarze Jeansjacke. Ihr müsst einfach unten drunter einen Pulli oder sowas tragen. Ich habe jetzt hier zwei verschiedene Outfits oder drei verschiedene Outfits-Varianten sogar für euch zusammengestellt, wie ihr es tragen könntet. Ihr könnt
das natürlich mit einem Rock tragen. Ihr könnt es natürlich mit normalen Jeans tragen. Bei Jeansjacken ist es einfach so, ihr müsst so ein bisschen euren eigenen Stil finden, was euch gefällt. Gefällt euch eine Cropped-Variante, weil ihr vielleicht High-Waist-Träger seid, also die ganz, ganz viele Sachen High-Waist tragen. Wenn ihr eher so der Low-Mid-Waist-Typ seid, dann würde ich euch eine normale Länge empfehlen oder sogar eine Überlänge. Falls ihr vielleicht auch relativ lange Beine habt, dann könnt ihr das absolut vertragen. Oder natürlich auch müsst ihr entscheiden, wie eng soll das Ganze sitzen. Soll das Ganze eher eine Oversize-Jeansjacke sein oder halt einfach den klassischen taillierten Schnitt haben. Nun zu einem absoluten Klassiker, und zwar dieser Levi's Cropped Cord Jacke, die absolut Trend hoch 10.000 dieses Jahr ist. Und zwar einfach aus dem Grund, weil sie aus Cord ist. Cord ist dieses Jahr King, Queen und Fleek und Point, was auch immer man heutzutage benutzt. Ich glaube, Gold sagt man auch nicht mehr. Auf jeden Fall, Herbst 2018 geht alles über Cord. Cordröcke, Cordhosen, Cordoberteile, Cordjacken, Cordblazer, Cordsocken, nee, Socken gibt es jetzt nicht, Cordtaschen gibt es bestimmt, trägt man auch. Sei es Feinkord, sei es mittelgrober Kord, sei es ganz grober Kord. Ich war jetzt in Polen, da war der Opa von Damian und der war an sich total im Trend 2018 angezogen. Einfach nur mit seinen alten Klamotten. Sehen wir genau bei seinem Beispiel. Der hatte eine khakifarbene Kordhose an und hatte einen Pulli mit so Streifen. Das ist all das, was ihr heute in den Läden findet. Deswegen mein Appell an euch, ihr seht ja jetzt zwar diese Levi's Jacke, die ist erstens teuer, guckt erstmal, was ihr vielleicht zu Hause findet, bei euren Großeltern, bei eurer Mutter, bei eurer restlichen Familie, vielleicht sogar bei eurem Papa und schaut, was die an Cord haben, ob ihr es irgendwie umnähen könnt, ob ihr es schneiden könnt oder sonstiges. Secondhand-Läden. Cord ist etwas, was es schon seit sehr, sehr lang gibt und was wieder von früher extrem krass aufgegriffen worden ist. Falls ihr natürlich da nichts findet, schaut euch in den Läden um, da werdet ihr ganz viel finden, wie beispielsweise eben diese Levi's Jacke. Nur gerade bei dieser ganz gecroppten Variante, die sehr kurz ist, muss ich euch sagen, dass eure Nieren vielleicht etwas frisch werden. Aus diesem Grund auf jeden Fall High-Waist-Sachen dazu anziehen, dann könnt ihr es perfekt kombinieren. Ich finde die Jacke super, super schön. Ansonsten würde es mich wirklich stark interessieren, ob ihr ein Cord-Fan seid, obwohl ihr sagt, finde ich voll cool oder so, oh mein Gott, geh mir weg mit Cord, ich will das gar nicht sehen, ich will es nicht anfassen. Vielleicht seid ihr geschädigt von irgendwie vor eurem Kindes- oder Teenie-Alter, wo ihr gezwungen wurdet, solche Sachen anzuziehen. Würde mich super interessieren, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Und vor allen Dingen könnt ihr mir sehr gerne mal unten in den Kommentaren ein Ranking von den Jacken hinterlassen. Also welche Jacke fandet ihr am schönsten und wo sagt ihr eher so, oh mein Gott, nein Sophia, das ging gar nicht. Ich hoffe sehr, dass ich euch mit dem Video so ein paar Einblicke geben konnte, dass ich euch helfen konnte. Falls ihr mehr solche Videos haben wollt, vielleicht zu anderen Sachen, wie zum Beispiel Strumpfhosen oder Röcken oder Oberteilen, wo das Ganze so ein bisschen expliziter ist als sonst, lasst es mich sehr, sehr gerne unten in den Kommentaren wissen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, darüber würde ich mich sehr freuen. Und ihr könnt dem Video auch sehr gerne ein Däumchen nach oben hinterlassen. Also, falls ihr Lust habt, wäre auf jeden Fall cool. Aber bevor ihr geht, hier nochmal zwei verschiedene Videos, und zwar einmal mein Herbst-Haul und einmal mein Jeans-Guide, falls ihr eure perfekte Jeans finden wollt. Klickt euch sehr, sehr gerne durch. Wir sehen uns beim nächsten Video und bis bald. Tschüss.